zusammen. Es geht weiter mit Burning Daylight. Beim letzten Mal sind wir angekommen hier in dieser merkwürdigen Welt. Dieser merkwürdigen Welt in der Fabrik, wo die Leute, haufenweise Leichen rumliegen und so. Sehr interessant auf jeden Fall. Unsere Spielfigur hat jetzt sogar schon eine Jacke an. Wahnsinn, oder? Wir wollen mal gucken, was noch weiterhin passiert und setzen unsere Reise fort. Und der hat uns jetzt gesehen, okay. Das heißt, wir sind aufgeflogen, weiß ich nicht. Guck mal, die Jacke hat auch dieses Zeichen hinten drauf. Wir brauchen dringend noch eine Hose, so viel ist mal sicher. Oh Gott. Schon wieder dieses Ding. 62. Merken wir uns mal. Also es ist schon nett gemacht, muss man sagen. So von der vom Zeichenstil und von der Aufmachung. Oh Gott. Ist schon echt ganz schön. Kann man nicht anders sagen. Hilfe. Okay. Auch wenn die Steuerung... Ja, gut, man muss sich dran gewöhnen. Sagen wir es mal so. Man muss sich dran gewöhnen. Mit diesem X. Ja. Und diese... Ja, die Kameraführung ist halt auch... Das ist halt... Gott, wer lacht denn da? Das ist... Ah, nee, da weint jemand. Wow, das ist kein Lachen, sondern ein Wein. Guck mal, die sitzt da. Ja, die leben hier irgendwie, also... Fast wie die Obdachlosen. Keine Ahnung, was das hier so für eine Welt ist. Mich erinnert das so ein bisschen... Wobei... Ich weiß gar nicht so richtig. An irgendwas erinnert es mich auf jeden Fall. Aber ich weiß echt nicht so ganz was. Vielleicht könnt ihr mir da auf die Sprünge helfen. Kommen wir durch die Tür durch? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Guck mal, da oben steht auch noch einer. Wobei die anderen Leute ja alle so ein bisschen komisch aussehen, ne? Also ich meine, gut, wir haben auch so leuchtende Augen. Was die anderen jetzt nicht haben. Aber wir sehen ja sonst noch aus wie ein Mensch eigentlich. Die anderen sehen... Sagen wir mal komisch aus. Sind auch alle total abgemagert. Guck mal, wie dünn die Beine sind hier von dem. Ja, Wahnsinn. Bin mal gespannt, ob wir noch so ein bisschen herausfinden, was hier eigentlich los ist. Vielleicht sind die auch auf irgendwelchen Drogen oder so. So wie der da rumliegt. Könnte ich es mir durchaus vorstellen. Die Bilder an den Wänden sind aber auch mal ganz nett gemacht. Guck mal, hier steht noch einer. Ja, ich weiß gar nicht. Es ist, glaube ich, auch als Horrorspiel deklariert. Weil es jetzt natürlich nicht so mega gruselig ist. Aber es ist schon stimmig. Auch die Musik, finde ich, passt ganz gut. Ich hoffe, ihr hört überhaupt genug von der Musik und so. Oh, warte mal, die Treppe treffen. Das ist manchmal nicht so leicht mit diesen Perspektiven hier. Eieiei, was ist das denn? Der Ofen. Willst du da reingehen? Wirklich? Okay. Abgestürzt. Was zur Hölle? War das so eine Art ins Licht gehen, also sterben jetzt, oder wie muss ich das verstehen? Jetzt sind wir hier. In diesem Rohr. Sind wir durchs Rohr gefallen jetzt, oder was? Sehr merkwürdig. Wir haben immer noch keine Hose an. Jetzt müssen wir mal langsam eine Hose finden hier. Naja, wobei, wenn beim letzten Mal schon hier fast alles zusammengebrochen ist, dann will ich gar nicht wissen, wie es dann jetzt wird. Wenn wir uns eine Hose holen. Ach so, hier ist Wasser. Hier liegen auch teilweise Tote rum, also echt komisch das Ganze. Gut, das war jetzt nicht so schwer, das Wasser wegzumachen. Bin ich mal gespannt, was da drunter liegt. Das ist eine 3D-Brille, so eine VR-Brille jetzt oder was? Ach so, kann das sein, dass die hier alle quasi in der virtuellen Realität leben und deswegen die Köpfe so komisch aussehen und deswegen nicht mitbekommen, was hier eigentlich los ist? Das ist interessant. Das könnte ich mir mal gut vorstellen. Warte, da gab es so einen Film, oder? Gab es nicht letztens so einen Film, der auch genau so eine Geschichte erzählt hat? Ich weiß nicht mehr. Ich meine schon, ich meine schon.
Ja, und jetzt? Nochmal? Nee, es bringt nichts. Okay. Dann müssen wir mal gucken gehen, was wir jetzt machen. Mal zurücklaufen. Ach so, wir müssen das wieder anmachen, nur oder was? Hä? Okay. Das sind jetzt nicht so schwere Rätsel hier. Gut, dann hat auch niemand gesagt, dass sie schwer sein sollen, aber irgendwie. Ach so, ja, das war nur die Tür zum Fahrstuhl. Ah. Ja, man erkennt das hier teilweise gar nicht so genau, weil das alles irgendwie so verwinkelt ist und man nur die Hälfte so sieht. Okay. Naja, trotz alledem sieht das echt schön aus, muss ich sagen. Oh, jetzt kommen wir hier. Jetzt kommen wir auch tatsächlich, wir sind jetzt ein bisschen nach oben gefahren. Okay. Jetzt sieht es auch schon wieder ein bisschen schöner aus, alles. Was zum Geier? Wer sollte uns denn so. Okay. Die Musik. Was machen die hier? Gymnastik. Gott, was machst du denn? Guck mal, einer hat sich umgedreht. Nein! Hier ist nichts passiert, hier ist gar nichts passiert. Komm, macht einfach weiter. Hilfe. Ist das vielleicht so? Home? Okay. Also das ist auf jeden Fall irgendwie. Ich hab auf jeden Fall so ein bisschen das Gefühl, dass das so eine Art Dystopie ist hier, wo wir quasi, wie es aussehen könnte irgendwann mal mit der Menschheit. Hier haben wir einfach so Container mit den Nummern, wahrscheinlich den Zimmern dahinter von den jeweiligen Leuten. Hallo. Och Mann. Komm jetzt, mach das auf. Ja, immer wenn ich... Alles gut, alles gut. Was soll das? Wie knapp ist es denn ein bisschen bemessen? Wo muss man denn hier stehen, dass das aufgeht? Das ploppt immer nur ganz kurz auf, dieses X jetzt. Ebene 4, okay. Ist das unser? Nein. Ist das unserer? Nein. Ist das unserer? Ja, der schon aufsteht. Okay. Okay, alles klar. Das geht ja schnell mit dem Laden. Mensch, wenn Handys so schnell laden würden. Wahnsinn. Okay. Hey there. I'm juiced up and ready to go out and enjoy the day. By the way, I'm your special augmented reality assistant. But you can just call me Sarah. Consider me your personal companion and your gateway to life inside our glorious tower. Ah, ja, es ist tatsächlich so ein VR-Ding, wo alles besser aussieht, wenn man, ne, ihr wisst schon, wenn man die Brille auf hat. Wobei es jetzt ehrlich gesagt immer noch nicht so super aussieht, aber gut. Guck mal, wie weit wir hier noch nach, okay. Theoretisch könnten wir irgendwas hier aufmachen. Nein. Ja gut, dann lassen wir es jetzt auch mal bleiben. Ich dachte nur, vielleicht gibt es irgendwo ein Secret, so von wegen, ne. Oh! Wir können sogar... Das ist tatsächlich aufgebaut wie ein Videospiel hier alles. Okay.
Na, dann wollen wir mal gucken, wie das jetzt gleich aussieht. City. Alles klar. Ich sag mal so, so toll sieht das jetzt hier immer noch nicht aus, aber es ist halt irgendwie so eine Art Sinn jetzt dahinter plötzlich. Ich hätte jetzt gesagt, dass er die rechte Hand drauf liegt, ehrlich gesagt. So wie die Hand da auch ist, aber naja. Naja, naja, naja. Da bin ich mal gespannt, ey, wie das jetzt hier aussieht. Ich könnte mir vorstellen, dass es besser aussieht. Aber ich weiß nicht genau. Wo sind wir? Ach, hier. Guck mal, die Kamera verfolgt uns auch ganz genau. Ja, ich hätte gerne mal hier gewusst, was da steht, ne? Aber gut. Guck mal, die haben alle die Brillen auf. Stimmt. Ja, die haben alle die Brillen auf. Und man muss anscheinend diese Coins sammeln. Dann machen wir das doch mal, ne? Hallo? Ah. Ah, das war Deutsch. Wo sind wir denn jetzt? Zum Geier. Ah, jetzt. Okay. Okay. Also, wenn wir eine Kirsche sehen, dann sollen wir sie punchen. Alles klar. Ah, guck mal da. Können wir nicht punchen? Nö, keine Ahnung wie. Okay. Was ist das denn dann für ein Typ da drunter? Das ist alles noch ein bisschen sehr merkwürdig. Aber gut, ja. Ich nehme das mal hin. Ich akzeptiere das mal. Komisch. Naja, punch, ne? Ja, schön ist es immer noch nicht hier, ne? 70 Münzen haben wir schon. Okay. Guck mal, die sitzen hier alle rum mit ihren Brillen auf. Aber warum suchen die nicht hier? Sammeln Münzen oder so? Stehen hier alle nur rum. Okay, hier können wir nichts machen. Ah, der läuft auch rum. Aber nicht... Nicht auf Münzensuche scheinbar. Guck mal, du hast ja alles vergessen. Die ganzen Münzen. Ah, warte, da unten geht's weiter. Dann gucken wir uns noch eben die von hier oben. Ah, die Musik ist cool, muss ich sagen. Ja, die Musik finde ich gut. Erinnert mich so ein bisschen an Bioshock, muss ich sagen. Generell so die Aufmachung, die Welt hier. Ja gut, es ist jetzt nicht unter Wasser, aber ich finde doch so ein bisschen. Guck mal, die Überwachungskameras. Wir werden doch hier die ganze Zeit beobachtet, ne? Das ist doch hier irgendwie, irgendjemand ist doch hinter uns her, glaube ich. Jetzt haben wir 80, glaube ich. Warte.
Wenn wir die mal kriegen. Ah ne, wir haben schon 80. 81 jetzt. Na, ich will noch ein bisschen suchen hier. Vielleicht gibt es ja irgendwo noch Bonusmünzen. Aber ich würde sagen, bevor wir weitermachen an dieser Stelle, genießen wir noch ein bisschen die sich drehende Werbung hier. Ich kann leider damit nichts anfangen, also zumindest mit dem linken hier nicht. Das andere ist wohl Werbung für Cola oder so. Naja, das soll es gewesen sein mit diesem Part, mit Part 2 hier von Burning Daylight. Ich bin sehr gespannt, was noch kommt und freue mich drauf. Ja, und würde an dieser Stelle sagen, bis zum nächsten Mal.